Thomas Middelhoff. Ich muss sagen, ich bin wirklich, war ein bisschen, nicht aufgeregt, aber doch ein bisschen, soll ich sagen, gespannt auf dieses Gespräch, weil ich, nachdem ich Ihr Buch gelesen habe, dachte, boah, was eine Geschichte, was für eine Geschichte. Sie sind heute nicht hier, weil Sie ein Top-Manager waren in den 2000er Jahren, ja wirklich ganz, ganz oben bei vielen Weltkonzernen und führenden Konzernen. Sie sind nicht hier, weil Sie wegen Steuerhinterziehung und Untreue verurteilt worden sind, sondern Sie sind hier, weil Sie sagen, ja, ich sage es mal ein bisschen biblisch, ich bin ein reuiger Sünder. Und die Leute sagen, ach, kann man das dem abnehmen? Nervt dir das so ein bisschen, die Reaktion? Ganz offen, ja. Ich glaube, das ist ja auch ein menschliches Gefühl. Das wäre nicht ehrlich, wenn ich jetzt sagen würde, das nervt mich nicht. Aber es wird ja weniger von den Menschen so artikuliert, die ich persönlich treffe, als von ein paar Vertretern der Medien. Und ich habe nicht das Gefühl, dass ich Buße tun muss vor Vertretern der Medien. Eigentlich auch nicht der Öffentlichkeit gegenüber im Sündergewand auftreten, sondern Gott gegenüber. Und ich bereue sehr, was ich glaube, falsch gemacht zu haben in meinem Leben. Das bereue ich sehr. Ich habe versucht, also nach dem katholischen Prinzip habe ich das gebeichtet. Ja. Ich habe aber auch versucht, dafür Buße zu tun. Und ich bin nicht der Meinung, dass es damit erledigt ist. Aber wenn man mir unterstellt, das ist jetzt gespielt, das tut manchmal weh. Sie sagen, Sie nehmen die Worte auf, Buße, Reue und Gott. Sind Sie in irgendeiner Weise religiös? Haben Sie da eine Beziehung? Ja, also ich komme aus einem christlichen Elternhaus. Ich war eigentlich auch mein Berufsleben christlich ausgerichtet. Das wird Sie jetzt wundern. Es war aber mehr ein formal praktizierter Glaube. Also ich habe sogar als Geschäftsmann vor dem Essen gebetet, was viele meiner Gesprächspartner verwundert hat. Aber ich habe nicht wirklich den Zugang übers Gebet zu Gott gefunden. Jedenfalls war das mein gefühltes Erleben. Zum anderen, die Kirchgänge waren auch eher formaler Art. Sonntags geht man in die Kirche, ja, so ist das bei den Katholiken. Und, aber auch dort im Gebet eher das Gefühl habend, das ist jetzt ein formaler Prozess. Wo hat sich das denn geändert, dass Sie jetzt ja offenbar sagen, ich gehe damit anders um? War das der Bruch in Ihrem Leben, sozusagen das Scheitern, oder wo ist dann auch wieder diese andere Beziehung zu dem Religiösen, zu Gott gekommen? Also es war ohne Frage das Scheitern, was ja eigenverursacht war. Daran war ich selber schuld. Ja, ich habe auch nicht versucht, irgendjemand anders dafür verantwortlich zu machen. Klar, anfangs natürlich, dass man sagt, falsche Anwälte und so weiter und so fort. Aber nach einer gewissen Zeit in der Gefängniszelle kam schon das Bedürfnis, eigentlich hast du nie wirklich im Alten Testament gelesen. Also ich wollte die Bibel lesen, habe dann einen Antrag gestellt bei der Gefängnisleitung, dass ich gerne eine Bibel hätte, in der ich lesen könnte. Der ist genehmigt worden, Gott sei Dank. Und dann habe ich eigentlich jeden Morgen ziemlich früh schon an so einem kleinen Holztisch in meiner Zelle gesessen und habe angefangen, die Bibel von vorne nach hinten durch, von Exodus nach hinten gelesen. Und dann kam der Wunsch, ich würde gerne zur Beichte gehen. Und ich war über, ich glaube, 45 Jahre nicht zur Beichte gegangen. Und dann ist das auch schon ein komisches Situation und Empfinden, wenn man dann zum ersten Mal in einem Gefängnis dann in die Sakristei der kleinen Gefängniskapelle geht und dort Beichte ablegt. Und so hat sich, dann fing ich an, den Rosenkranz zu beten, so hat sich eigentlich immer mehr die Schritte in Richtung Gott, die Schritte in Richtung Glauben entwickelt und letztendlich daraus auch irgendwo die Erkenntnis, egal wie tief du gefallen bist oder egal wie tief du weiterfällst, du fällst nie so tief, als dass Gott dich nicht auffangen würde. So, das war eigentlich das, was angefangen hat, mich zu tragen. Ja, und das war eine Art Trost, die sagen, aufgefangen, sie können nicht tiefer fallen, als Gott sie hält oder fängt. Was ist das? Trost, neue Kraft? Das ist ohne Frage neue Kraft, weil anfangs in so einem Prozess drehen sie ja immer um sich selber. Was ist mir zugestoßen? Warum ist mir das zugestoßen? Warum haben die anderen das falsch gemacht? Ja? Bis sie irgendwann zu der Erkenntnis kommen, dass sie sagen, eigentlich bin ich ja ich selber. Das ist eine unangenehme Erfahrung.
Und bei mir war eigentlich der Durchbruch, dass ich erkannt habe, du hast eine völlig falsche Sichtweise auf dich selber und dein Leben, als ich anfing, als Freigänger in Bethel zu arbeiten mit behinderten Menschen. Weil ich da erkannt habe, es gibt Menschen, denen geht es, die sind so benachteiligt durch Geburt oder durch Unfall und die tragen trotzdem ihr Leben mit Lebensmut, die sind fröhlich, die sind dankbar für Kleinigkeiten. Ja. Und ich selber habe mich nur immer um mich selber gedreht. Und das wird einem in so einem Bruch, in so einer Situation dann klar. Sie beschreiben in Ihrem Buch auch ganz speziell eine Begegnung mit einem jungen Mann, die Sie sehr geprägt hat. Können Sie dazu noch was sagen, wie das war mit dem? Ja, es gibt also eigentlich sogar zwei so Lieblingserinnerungen von mir. Die eine war mit Sebastian. Sebastian ist ein schwerst autistischer junger Mann, mit dem ich nachmittags spazieren ging. Und bei einem dieser Spaziergänge fing Sebastian plötzlich an, mit mir zu sprechen. Und ich war der Einzige in dem Bethel-Umfeld, mit dem er sprach. Und nachher war es so, dass ich Sebastian noch beigebracht hat, wie man telefoniert und so weiter. Das waren dann wirklich sehr kurzweilige Spaziergänge. Und der andere war Dimitri, ein querschnittsgelähmter junger Grieche, der in Saloniki verunglückt war mit dem Motorrad. Ja, und mit dem sollte ich eigentlich Kaffee trinken gehen. Er saß im Rollstuhl, da schob ich ihn immer zum Kaffee trinken. Und dann habe ich irgendwann entdeckt, dass Dimitri gerne Zigarren raucht. Und dann habe ich ihm Zigarren gekauft, bis er sich irgendwann mal übergeben musste und ich große Sorge hatte. Und dann habe ich ihm einen Allschritt zurück nach Bethel geschoben und habe dann gebeichtet. Und ja, dann ist ordentlich mit mir geschimpft worden, wie ich einem jungen Mann, der querschnittsgelähmt ist, eine Zigarre geben könnte. Habe ich dann allerdings nach einer Woche wieder gemacht. Das klingt so ein bisschen wie, da haben Sie den Einblick in ein anderes Leben, vielleicht in, wie wir sagen würden, in das normale Leben wiedergefunden. Mal eine kleine Rückblende. Sie waren ja für viele Jahre in ganz anderen Sphären. Also wenn ich von Ihnen gehört oder gelesen habe, jahrelang, wahrscheinlich die meisten von uns, dann war das eher in so Blättern, die, wie sagt man, eher so Regenbogenpresse waren. Das heißt, die Prominenten, die Menschen, deren Gehälter in für uns unvorstellbaren Höhen sind, das war eine andere Welt. Sie sind, ich weiß nicht, wer kommt hier aus der Umgebung? Jeder, der hier wohnt in der Umgebung, kennt das Kamener Kreuz. Und da gibt es ja die Geschichte, die ist so einprägsam für jeden, der damals bei dieser Dauerbaustelle darunter gelitten hat. Man kam am Kamener Kreuz einfach mit dem Auto nicht weiter. Herr Middelhoff konnte es sich leisten, dann mit dem Hubschrauber drüber zu fliegen. Ja, also jedenfalls, das war eine andere Welt mit Luxusjacht am Mittelmeer und so weiter. Hat doch auch seinen Reiz gehabt. Ich meine, das ist ja nicht alles, ist ja nicht alles schlecht gewesen. Klar, Herr Höfgen, also rückblickend, das mag Sie jetzt überraschen, würde ich nichts anderes machen. Was ich schon heute will, ist, dass man aus den Fehlern, die ich rückblickend gemacht habe, lernt. Also zumal jüngere Menschen, das muss man ja nicht alles wiederholen, was ich falsch gemacht habe. Aber ich würde nichts ändern. Auf der anderen Seite ist das ja eine ganz erstaunliche Erkenntnis. Viele Menschen machen sich ja fest an dem persönlichen Besitz. Ja? Und bei mir ist es so, ich habe wirklich alles verloren. Ich habe alles gehabt, also ich habe sehr viel gehabt, aber ich habe alles verloren. Und ich bin nicht unglücklich. Ja, also vor allen Dingen, als ich im Gefängnis war und Stück für Stück mir abgenommen wurde, inklusive meiner Reputation oder meiner Ehre, ist es eigentlich so gewesen, dass ich mich ein Stück immer befreiter gefühlt habe. So ein bisschen wie die Geschichte von Hans im Glück, der immer mehr abgibt und hinterher fröhlicher ist. Ja, auf einer anderen Ebene zugewinnt. Und natürlich frage ich mich selber auch, redest du dir das jetzt ein? Willst du die Dinge schönreden? Willst du dir das jetzt irgendwo rationalisieren? Nee, das ist nicht der Grund. Es ist tatsächlich die Erkenntnis, ich habe zu irgendeinem wahreren oder innereren Kern gefunden, als den ich vorher definiert hatte. Und ich glaube, vorher habe ich mich definiert über eine Rolle. Wie muss so ein Manager sein, der international unterwegs ist? Der kann alles, weiß alles, ist immer schneller und besser und so weiter. Und aus heutiger Sicht bin ich ganz dankbar, dass ich diese Rolle nicht mehr spielen muss. Sie sagen, dass Sie trotzdem nicht unbedingt das anders machen würden. Aber irgendwo muss es ja einen Punkt geben, wenn Sie sagen, das ist ein Bruch, ein Lebensbruch. Also das kriege ich noch nicht ganz klar. Nicht alles war falsch oder Sie würden vieles gleich machen. Trotzdem sind Sie gescheitert. Was war denn der Bruch? Dass Sie sozusagen Dinge falsch gemacht haben oder dass das
dass Sie damit aufgeflogen sind. Was nein, ist der Bruch? Nein, aufgeflogen nicht. Wenn Sie sich selber analysieren, dann kommen Sie ja letztendlich zu der Erkenntnis, lassen wir mal die juristische Seite beiseite, zu charakterlichen Defiziten. Oh. Ja? Und um es ganz einfach zu sagen, ich habe feststellen müssen, mit älter als 60 Jahre, dass mein Charakter nicht gut genug war, als dass ich Kontinuität in mein Leben hätte bringen können. Ja? Und die Ursachen für all das, was da passiert ist, die liegen ganz stark im charakterlichen Bereich und die liegen Jahre oder Jahrzehnte zurück. Dann lass uns doch mal ganz konkret festmachen. Sie sprechen ja sehr offen und insofern mache ich mal den Vorstoß, Charaktereigenschaften. Was genau meinen Sie denn? Was ist denn an Ihrem Charakter so, dass Sie sagen, da ist es nicht gut gelaufen, das ist schief gelaufen? Ja, ich glaube, wenn man es abstrakt darstellen will, kann man sich diesem Gedanken nähern. Es gibt ja im christlichen Verständnis 7 Todsünden. Ja? Die können Sie im Prinzip abstrakt übersetzen auf die Managerwelt. Ja? Also nehmen Sie als erste dieser Todsünden, also die charakterlich wie schleichendes Gift ihren Charakter verändern. Nehmen Sie als erstes Stolz und Hochmut. Ja? Ich wurde zum Schluss zu einem hochmütigen Mann. Ja? War ich vielleicht nicht immer, bin ich aber geworden, als in Reflexion zu dem, wie mein öffentliches Bild sich entwickelte. Auf einmal war ich im Wall Street Journal, ich war im Fortune, ich war in Zeitschrift. So, und ich sah dann dieses Titelbild und habe gedacht, oh, das ist aber schick, hätte ich gerne nochmal. Und habe nicht mehr getrennt zwischen, das ist Unternehmenszweck, sondern habe angefangen, dass ich mich selber toll fand. Und im gleichen Atemzug wurde ich immer weniger demütig. Ich war eigentlich nie demütig geworden. In Bethel habe ich gelernt, was Demut heißt. Ne? So, und jetzt können Sie alle anderen Todsünden durchgehen. Nehmen Sie nächste Gier. Natürlich können Sie bei jedem Manager sagen, gierig nach Bonus. Bei mir war aber sehr stark gierig nach öffentlicher Anerkennung. Oder die Unfähigkeit, im Augenblick zu leben. Ja, wenn ich irgendwo gelandet bin, dann habe ich eigentlich in dem Moment, in dem ich hätte sagen müssen, so New York, toll, danke, dass ich hier sein darf, war ich aber schon wieder, morgen bin ich in Hongkong. Ich war nie wirklich im Augenblick und bei einer ganz verrückten Situation habe ich erst festgestellt, dass ich all diese Jahrzehnte, dass sie an mir vorbeigelaufen sind eigentlich und ich nicht in dem Sinne bewusst gelebt habe. Sie können auch Wollust nehmen, Sie können alle Formen dieser Todsünde nehmen, die können Sie durchdeklinieren. Das sind Dinge, die eigentlich so ein Top-Manager nicht aus der Bahn bringen sollten. Ist es nicht vielleicht sogar so, dass... Sie können nicht, wenn ich das sagen darf, verallgemeinern. Ja. Aber an meinem Beispiel muss ich ganz einfach sagen, ist das passiert? Ja. Ich bedauere das sehr, ich bereue das und so weiter, aber ich kann es ja nicht rückgängig machen. Nein, aber ist es nicht so, ganz laienhaft mal gefragt, dass bestimmte Charaktereigenschaften dieser Art auch vielleicht sogar notwendig sind, um sich durchzusetzen als Top-Manager? Ich meine, da gibt es, sagen wir mal, 50 Leute, die genau den gleichen Job wollen. Und ja, aber das ist genau die Frage, Herr Höfgen. Wenn ich heute mit jüngeren Menschen diskutiere an Hochschulen und so, dann sage ich, man muss die Stärke haben, die persönliche Stärke haben, eine Entscheidung, die erwartet wird, dass sie getroffen wird, die aber gegen das eigene Wertgerüst geht, sie nicht zu treffen, auch wenn das vielleicht den nächsten Karriereschritt kurzfristig kostet. Wenn jemand so werteorientiert sich verhält, bin ich mir ganz sicher, wird er kontinuierlich die bessere Karriere machen, ganz eindeutig und auch deutlich mehr Lebensqualität haben. Ich habe es da leider hin und wieder falsch gemacht und das bedauere ich sehr. Heute Morgen saß hier ein Banker, der Vorstandsvorsitzende der KD Bank, Dr. Tiesler, und der sagte so einen Satz zu mir, der ist mir wirklich hängen geblieben. Der sagte, ja, diese ganzen Finanzgeschichten, das hat auch was davon, dass große Jungs miteinander spielen, dass die sozusagen auch ihr Testosteron darüber bringen. Würden Sie da zustimmen? Ich stimme zu, aber das heißt nicht, dass das ein akzeptables Argument ist. Ja, also wenn jemand eine Verantwortung hat für eine Position, dann muss er sich immer darüber im Klaren sein und darf nicht anfangen, wie ich das getan habe, eine Rolle spielen und sagen, heute bin ich mal der große Junge und ich ärgere jetzt Rupert Murdoch oder Leo Kirch oder irgendeinen und darunter leiden die Gesellschaft oder andere oder Dritte.
Also das vereinfacht mir das zu sehr, weil man hat ja auch ganz nebenbei eine soziale Verantwortung. Und ich meine, wenn ich mir vorstelle, dass all die großen Jungs, die Automobilmanager, zusammengesessen haben und haben gesagt, jetzt spielen wir mal, wie wir den Konsumenten betrügen, dann kann man das ja nicht den Betrug entschuldigen damit, dass man sagt, wir waren alle große Jungs. Also das vereinfacht das dann oder macht es zu verständlich, denke ich. Ja. Sie haben mit Milliardärinnen zusammen Geschäfte gemacht. Sie haben mit AOL, damals ja einer der ganz großen Marken, haben Sie zu tun gehabt mit Karstadt und so weiter, das wissen wir alles. Sie haben aber auch zum Beispiel im Buchverlagsbereich, also Random House ist so ein Stichwort, ich glaube sogar Weltmarktführer, die Weltmarktführerschaft dann geschafft. Also wirklich ganz top of the world. Und jetzt über eben, die Zelle A115, will ich sagen, zum roten Sofa, das ist ja immer noch gut hier, aber das ist ein Riesenbruch. Das ist das eine, also was Geld angeht und Einfluss. Das andere ist doch aber auch, stelle ich mir vor, sowas wie, plötzlich ändert sich das. Jetzt sitzen Sie mit so einem evangelischen Journalisten zusammen und nicht mal mit einem Murdoch oder was weiß ich. Was macht das mit einem Menschen, ne? wenn dann eben nicht mehr die, keine Ahnung, die erlesene, erlauchte Gesellschaft beim, was weiß ich, frittierten Lachs oder, keine Ahnung. Ich kenne mich da nicht zu wenig aus. Wir haben vorhin über Uhren gesprochen und auch hier sehen wir haben ähnliche Uhren, ähnliche Preisklasse. Nee, meine ist billiger. Bisschen. Das bewegt sich aber zwischen 100 und 200 Euro, nicht mal zwischen 10.000 und 20.000 Euro, wie bei manchen FIFA-Managern. Also was macht das mit einem? Also wenn ich heute sitze, ist das ja kein Problem mit dem Journalisten. Ich meine, Sie könnten katholisch sein, das wäre angenehmer jetzt für mich. Das war, ja, ich bin Katholik, deswegen. War aber nicht sehr ernst gemeint. Das wird geschnitten. Das war nicht sehr ernst gemeint. Nein, es macht eigentlich das mit mir persönlich, dass ich mich authentischer fühle. Weil vorher war das ja geliehene Macht. Also ich war tätig beispielsweise für Bertelsmann und den Zuspruch, den ich bekommen habe, habe ich ja nur bekommen über meine Funktion, die ich bei Bertelsmann hatte. Vorstandsvorsitzender Bertelsmann, und deswegen haben jetzt alle Menschen, die in meinem Umfeld oder denen ich begegnete, gedacht, au, oh, der ist jetzt wichtig oder au, oh, wir müssen ihn jetzt freundlich begrüßen und so weiter und so fort. Wenn ich heute irgendwo hinkomme, werde ich, ob freundlich oder unfreundlich begrüßt, ganz egal, ich werde als Thomas Middelhoff begrüßt. Ja? Oder ich werde sogar freundlich begrüßt, obgleich ich ehemaliger Strafgefangener des deutschen Justizsystems war. Und so weiter. Also man wird deutlich authentischer. Und das, was ich heute an Reaktionen erfahre, ist eine Reaktion auf mich als Person. Und dafür bin ich dankbar. Dafür bin ich wirklich dankbar, weil all das, was ich vorher an Aufmerksamkeit bekommen habe, ja wirklich nicht ihre Person war, sondern die vermutete Macht oder die vermutete Rolle und der Konzern im Hintergrund. Stichwort Familie, ist auch ein bisschen was auseinandergegangen. Ja, also da spreche ich gerne drüber. Ich bin seit 47 Jahren mit meiner Frau zusammen. Wir haben uns in der Tanzschule kennengelernt am 19. Mai 1971 in Düsseldorf. Und das war also eine Tanzschulenliebe, die so lange gehalten hat, und daraus sind 5 Kinder hervorgegangen. Und meine Frau war, die hatte Vollzeit Elternzeit, wie sie jetzt mal formuliert hat. Also die hat sich um die Familie und den Haushalt gekümmert und ich war sozusagen der das Geld für die Familie verdiente. Und im Rahmen dieser ganzen Brüche, die ich durchlebt habe, habe ich mich entschieden, mich von meiner Frau zu trennen. Nicht meine Frau von mir, ich habe mich von meiner Frau getrennt. Weil die Gefahr, dass ich zurückgefallen wäre in das alte Rollenverständnis, ich versorge die Familie, ich ernähre die Familie, ich beschütze die Familie, das hätte ich ja gar nicht mehr erfüllen können. Das kann ich heute nicht mehr erfüllen. Ja? Und auch nicht bei dem Anspruch, den ich immer definiert habe für mich, auf welchem Niveau das stattfinden soll. Und leider ist es so, dass durch diese Brüche, durch diese Erkenntnis, durch die Scham vor meiner Frau, auch durch die Fehler, die ich zu vertreten habe in der Vergangenheit meiner Frau gegenüber,
ich mich entschieden habe, dass es besser ist, wenn wir separat leben. Auch diese Situation handhabt meine Frau in ganz unglaublicher Art und Weise, indem sie sagt, die Familie muss trotzdem irgendwo noch zusammenbleiben, du bist Vater unserer gemeinsamen Kinder. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, Herr Höfgen, das ist eigentlich das, worunter ich wirklich leide. Also das Besitzvermögen bedeutet mir nichts mehr, wirklich nichts mehr. Aber dass das so gekommen ist oder so kommen musste, ja, das war eine ganz schwierige Erkenntnis. Sie sprechen von Scham über das, was geschehen ist. Sie sind aber auch jemand, der eben sehr offen damit umgeht. Also mir geht das so, ich bin mal ganz baff, wenn Sie da sagen, da können wir gut drüber sprechen über sowas, ganz offen, und Sie haben die Kraft und den Mut dazu. Sie sind ja auch jemand, der, geht Ihnen vielleicht genauso, auch sehr sympathisch rüberkommt. Wir haben uns gerade 10 Minuten irgendwie hier kennengelernt und ich dachte, oh, Kumpel. was ist es, was Sie dann doch wieder so stark macht? Also in aller Schwäche, aber irgendwie haben Sie ja offensichtlich eine Stärke, sich hier hinzusetzen vor, keine Ahnung, 2000 Leute oder sowas und zu sagen, ich bin Sünder. Ja, erstmal durch die Tatsache, dass mein Fall ja sehr publik geworden ist, hatte ich Gott sei Dank gar nicht die Möglichkeit zu sagen, ich versuche das nicht zu kommunizieren. Und ich muss Ihnen wirklich sagen, es gibt ganz, ganz viele Häftlinge, ja, Insassen von Justizvollzugsanstalten, die und deren Familie sich dafür schämen, dass diese Person im Gefängnis sitzt. Ja? Und die sind dann nicht ehrlich sich selber gegenüber und der Nachbarschaft gegenüber. Und dann sagt die Frau, ja, mein Mann ist auf Auslandsmontage die nächsten 3 Jahre. Und ich muss Ihnen wirklich sagen, diese Männer gehen dann in ihrer Freizeit ins Sonnenstudio, um gebräunt dann, wenn sie Wochenendurlaub haben, als Freigänger zur Familie zu kommen. Und das ist ganz einfach so, diese Menschen und diese Familie schämt sich und das finde ich schade. Das finde ich wirklich schade. Mir wurde diese Möglichkeit gar nicht gelassen, dadurch, dass er allgemein bundesweit international bekannt war, der sitzt im Gefängnis. Und letztendlich hat mir das unendlich geholfen, weil mir klar war, also jeder weiß ja, dass du im Gefängnis sitzt oder gesessen hast. Und von daher wurde ich zur offenen Kommunikation gezwungen, habe da auch in dem Buch drüber geschrieben. Und da habe ich vielfältige Reaktionen gekriegt, vor allen Dingen von Frauen, von Häftlingen, die gesagt haben, danke, dass Sie das Buch geschrieben haben, weil jetzt habe ich den Mut der Nachbarschaft zu sagen, mein Mann ist im Gefängnis. Ja. Ja, und ich glaube, wir sollten vielleicht alle gerade als Christen überlegen, ob wir betroffenen Familien nicht die Hürde ein bisschen niedriger legen, zumal wenn es keine Kapitalverbrechen sind, dass man sagt, das ist ja auch ein Prinzip des Christseins. Ja? Jemand, der inhaftiert ist, ist auch weiterhin Christ, übrigens auch Teil dieser Gesellschaft. Und ich glaube, dafür sollte man ein bisschen Verständnis entwickeln. Ja, ich denke, das ist ja ein wirklich urchristliches Motiv, ein Kerninhalt der christlichen Botschaft. Manche sagen, jeder hat das Recht auf eine zweite Chance oder auf die 7. oder 8. Chance, aber es geht ja um Neuanfang, um Erkenntnis von falschem Verhalten, von Schuld, von Reue und Buße und Vergebung. Das, denke ich, ist etwas, was wirklich Kernbotschaft auch des christlichen Glaubens ist. Eine Frage noch, was für eine Perspektive haben Sie für die nächsten Jahre? Ich habe mitbekommen, Sie gehen zum Beispiel an eine Universität in Frankfurt, nehmen teil an einer Fuck-Up-Night, das heißt also, da stellen Leute dar, wie und möglicherweise warum ihr Leben gescheitert ist, Christian Lindner mit seinem Unternehmen und Sie mit Ihrem Leben. Ja, was sind so Perspektiven? Was haben Sie vor für die nächsten Monate, Jahre? Also eigentlich ist das so ein Dreiklang bei mir. Ursprünglich war mein Ziel, ich wollte eine kleine Justizreform, auf jeden Fall die Abschaffung der 15-minütigen Suizidkontrolle in deutschen Gefängnissen. Ja. Weil der bin ich unterzogen worden. Alle 15 Minuten hat man mich nachts auch geweckt und hat geguckt, ob ich mich nicht umgebracht habe.
Und das hat bei mir eine ganz schwere Autoimmunerkrankung, die unheilbar ist, ausgelöst. Und da war mein Ziel, die muss abgeschafft werden. Das Schöne ist, Herr Laschet war ja heute hier, der nordrhein-westfälische Landtag hat beschlossen, die wird in NRW-Gefängnissen jedenfalls nicht mehr eingesetzt. Das war so ein kleiner, da habe ich mich sehr gefreut drüber und vielen Dank. So, zu den verbleibenden drei Dingen. Einmal, ich möchte weiter Bücher schreiben können. Ich habe gerade mein zweites Buch fertiggestellt, das dritte Buch ist eigentlich auch schon fertig, Beiträge für Sammelbände über Konservativismus und über Strafrecht. Und unabhängig davon habe ich viel zu viele Vorträge momentan, also die muss ich reduzieren. Und komischerweise hat mich die junge Generation jetzt so als Internet-Dino wieder entdeckt. Also ich hätte mal so als einer der Ersten das Internet nach Deutschland und Europa geholt. Und jetzt habe ich auf einmal so einen Status, der kann uns ein bisschen was von seiner Erfahrung in der Hinsicht auch weitergeben. Und das heißt, also ich habe so einen Zugang jetzt zu Venture Capital Investoren. Und dieser Dreiklang, das ist sehr, sehr befriedigend und vor allen Dingen verbunden mit dem Anliegen, also versucht mal aus meinen Fehlern zu lernen. Ganz herzlichen Dank, Thomas Mittelhoff.